Rund 160 CSU-Freunde sind zum politischen Aschermittwoch der Partei ins ACC gekommen. Bei den Ansprachen ging es auch gleich zur Sache. Kreisvorsitzender Martin Preuß stimmte die Zuhörer auf die Reden des Fraktionschefs und des Bürgermeisters ein. CSU-Fraktionschef Dieter Musemann beklagte denn auch, dass die neue Mehrheit bis jetzt nichts erreicht habe. Stattdessen verweise sie ständig darauf, dass sie die neue Mehrheit sei. Stillstand sei die Folge. Musemann sprach auch die Diskussion um die Parkplätze in der Innenstadt an. Wohnen, Leben, Einzelhandel und Gastronomie gehörten, wie auch das Auto, zur Altstadt dazu. Parken in der Schiffgasse solle also wieder erlaubt werden. Sein Kommentar zum politischen Aschermittwoch: Ich kann nur feststellen, es ist einfach schade. Früher war immer in der sachorientierten Politik eine Zusammenarbeit mit der SPD möglich. Wir haben gemeinsam zusammen viele Entscheidungen für Amberg rübergebracht, zum Beispiel hier dieses ACC auch. Heute sehen wir da einfach keine Basis mehr. Die SPD ist nur mehr dagegen, weil sie natürlich irgendwo sich verantwortlich fühlt, immer mit der neuen Mehrheit zu stimmen. Bürgermeister Michael Czerny machte einen Rundumschlag von der Bundes- und Landespolitik bis hin zur Kommunalpolitik. Auch er sprach von der neuen Mehrheit im Stadtrat, die ein politischer Totalausfall sei. Die CSU stehe für neue Baugebiete, für die interkommunale Zusammenarbeit, für die Energiewende, aber im Einklang mit dem Bürger, um nur einige Beispiele zu nennen. Ferner: Dass die CSU nach wie vor für Werte steht, für Werte wie Freiheit und Verantwortung. Und damit in einer langen Tradition, beginnend mit Ludwig Erhard, steht, der für die soziale Marktwirtschaft eingetreten ist. Und das ist nach wie vor ein Erfolgsrezept, der uns auch angesichts der Schuldenkrise einen Weg zeigen kann, wie wir Chancen für unsere Kinder nach wie vor erhalten können. Wie lautet deine Kernbotschaft? Also ich würde mir freuen, wenn wir die aktuelle Blockadehaltung, wie sie leider Gottes im Stadtrat vorherrscht, schnellstmöglich auflösen könnten. Und deshalb auch der Appell des heutigen politischen Aschermittwochs an die sogenannte neue Mehrheit, hier wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der CSU zurückzukehren. Der politische Aschermittwoch kam jedenfalls gut an. Interessant war er auf alle Fälle. Man hat also, wenn man jetzt CSU-Mitglied war, interessante Dinge aus dem Stadtrat gehört. Man ist informiert worden und man hat Gespräche geführt. Für mich war die Geschichte unglaublich abwechslungsreich mit drei hervorragenden Rednern. Der Martin Preuß hat sehr gut die Kreisverbandssituation beleuchtet. Der Dieter Musemann hat zum Thema Stadtrat, Fraktionsarbeit wahnsinnig gut dargestellt, wie das so abläuft. Und der Michi Czerny hat einen tollen Überblick über das Ganze von der Bundes- bis zur Landes- bis zur Stadt, Landespolitik bis zur Stadt runtergebracht. Der politische Aschermittwoch heute war für mich besonders interessant, weil er allein von der Besetzung der Redner weg von dem traditionellen Großkopf-Sprechen war, sondern hin zu einem Generationswechsel. Und das finde ich ganz gut. Also wir haben ja gute Köpfe, unser Fraktionsvorsitzender, unser Kreisvorsitzender und unser Bürgermeister Czerny. Und ich glaube, das hat er aus Sicht von uns Jungen gezeigt, dass hier eine gewisse Aufbruchstimmung da ist. Und die Themen, die aktuell diskutiert werden und die jetzt hier in der Form wiedergegeben werden an unsere Parteifreunde, sind ja wichtig, glaube ich, dass man auch diese Dinge, die man in der Zeitung nicht liest oder die man nicht mitbekommt, wenn man in Sitzungen ist, auch dementsprechend nachvollziehen kann. Und das haben die alle drei hervorragend rübergebracht. Die gesamten Ansprachen finden Sie übrigens in Textform auf unserer Internetseite unter www.csu-amberg.de.